Sorge um Saporischschja. AKW nach Brand weiter vom Netz getrennt. Ab Oktober werden die Gaspreise für britische Verbraucherinnen und Verbraucher dramatisch ansteigen. Nach massiver Kritik. Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck will die umstrittene Gasumlage prüfen. Portugal lockert die Corona-Regeln. Im öffentlichen Nahverkehr und in Flugzeugen müssen keine Masken mehr getragen werden. Nachdem ein Brand die letzte verbliebene Stromleitung im ukrainischen AKW Saporischschja beschädigt hat, sind alle 6 Reaktoren weiter vom Netz getrennt. Das meldet das staatliche ukrainische Atomunternehmen. Für den Eigenbedarf des Werks werde aber Notstrom über einen Dieselgenerator geliefert. Сьогодні вперше в історії зупинилась Запорізька атомна станція. Das Kraftwerk Saporischschja wurde zum ersten Mal in seiner Geschichte heruntergefahren und der Notschutz für die Produktionseinheiten aktiviert. Die letzte Leitung vom Werk ins ukrainische Netz wurde durch russische Bombardements beschädigt. Die Welt muss begreifen, wie groß die Gefahr ist. Wäre der Dieselgenerator nicht in Betrieb genommen worden, hätte das Personal des Kraftwerks nach dem Ausfall nicht gearbeitet, dann wären wir jetzt gezwungen, die Folgen eines radioaktiven Notfalls zu bewältigen. Russland weist die Verantwortung von sich. Die USA warnten, jeder Versuch Moskaus, Atomenergie aus der Ukraine in die besetzten Gebiete im Osten umzuleiten, sei absolut inakzeptabel. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde könnte schon bald ein Expertenteam in Saporischschja eintreffen, um die Situation auf dem Gelände zu prüfen. Für britische Verbraucherinnen und Verbraucher werden die Gaspreise ab dem 1. Oktober um 80% ansteigen. Das hat die Energiebehörde angekündigt. Der amtierende Finanzminister gestand ein, dass Sorgen und Stress für die Menschen nun schlimmer würden. Die Sprecherin einer Bürgerinitiative erklärt, hier wohnt eine Familie im ersten Stock, die einen Vorauszahlungszähler hat. Damit verschulden sie sich immer und dann zahlen sie ihre Miete nicht, weil sie die Rechnungen bezahlen müssen, weil ihnen sonst Gas und Strom abgestellt werden. Aber wenn sie die Miete nicht bezahlen, bekommen sie Ärger mit dem Vermieter. Ich mache mir Sorgen um sie. Die Wirtschaftsexpertin verlangt Entlastungen durch die Regierung für sozial schwächere Familien. Der Lebensstandard sinkt, wie wir es seit Jahrzehnten nicht gesehen haben, in einem Ausmaß, das große und kreative nationale politische Maßnahmen erfordert, um zu verhindern, dass dieses schwierige Jahr für viele Familien mit niedrigem Einkommen zu einer Katastrophe wird. Nicht nur die Energiepreise machen Britinnen und Briten zu schaffen. Wegen der Inflationsrate von fast 10% gibt es bereits eine Welle von Streiks für höhere Löhne. Im Streit um die Gasumlage in Deutschland wächst der Druck auf Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wegen der anhaltenden Kritik denkt er nun über Änderungen nach. Laut einem Bericht der Welt sprach er von einem großen politischen Problem, das ihm den Tag ganz schön versauert habe. Ab Oktober wird die Gasrechnung für Kundinnen und Kunden in Deutschland wegen der Umlage noch teurer. Sie müssen dann 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, zusätzlich zum gestiegenen Gaspreis. Das Ziel der Regierung? Mit dem Geld insolvenzbedrohte Gasimporteure unterstützen, die teuren Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland kaufen müssen, wie das Düsseldorfer Unternehmen Uniper. Das Problem? Offenbar profitieren auch Unternehmen davon, die das Geld überhaupt nicht brauchen, wie etwa die österreichische OMV, die zu den klaren Krisengewinnern gehört. Die Empörung ist groß, bei vielen BürgerInnen und bei der Opposition. Die Linke spricht von einer Enteignung der Bevölkerung. Die CDU will die Gasumlage im Bundestag noch kippen, trotz fehlender Mehrheit. Um die Wogen zu glätten, prüft der grüne Wirtschaftsminister nun, ob er den Kreis der profitierenden Unternehmen verkleinern kann. Auch Finanzminister Christian Lindner zeigte sich in einem ZDF-Interview offen für Nachbesserungen.
Es geht nicht darum, irgendwelche Konzerne zu retten, sondern darum, Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Die dürften das beim Blick auf den Kontostand anders sehen. Eine vierköpfige Familie etwa muss durch die Gasumlage mit rund 600 Euro Mehrkosten rechnen. In Spanien hat das Parlament den Energiesparplan der linken Minderheitsregierung gebilligt. Die beschlossenen Maßnahmen sind eine Folge der Energiekrise und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Verkehrsministerin Raquel Sánchez erklärte, dass Energiesparen jedem zugutekomme. Es ist eine Antwort auf die Energieerpressung Putins. Außerdem hilft es der heimischen Wirtschaft und dem Industriesektor. Gleichzeitig ist es eine strategische Maßnahme angesichts der Herausforderung des Klimawandels. In Deutschland sollen ab September öffentliche Gebäude mit Ausnahme von bestimmten Einrichtungen wie etwa Pflegeheimen oder Krankenhäusern auf maximal 19 Grad beheizt werden. Dazu werden öffentliche Denkmäler und Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt. Auch Portugal bereitet sich auf Engpässe im Winter vor. Ein Energiesparplan soll von der Regierung bis Ende August vorgelegt werden, hieß es. Diskutiert werden Maßnahmen wie etwa verkürzte Öffnungszeiten von Geschäften. In Kroatien will die Regierung die Mehrwertsteuer auf Holzpellets und Brennholz auf 5% senken. Für Solarzellen soll die Mehrwertsteuer gar ganz fallen. Im Asylzentrum im niederländischen Ter Apel wird die Lage immer dramatischer. Da es in der Einrichtung nicht genügend Schlafplätze gibt, übernachten hunderte Asylsuchende im Umfeld des Zentrums. Die Einwohner Ter Apels sind zunehmend verärgert über die Situation, die außer Kontrolle geraten scheint, und fordern Konsequenzen. Wir haben genug von den Belästigungen wie etwa Diebstählen in den Geschäften. Menschen werden bedroht und eingeschüchtert. Autos werden geknackt und es wird eingebrochen. Wir haben genug davon. Jetzt sehen wir die Menschen draußen vor dem Asylbewerberheim. Echte Flüchtlinge sind willkommen, wie die Menschen aus der Ukraine oder diejenigen, die vor dem islamistischen Terrorismus fliehen. Aber das sind junge Männer aus Afrika, das können wir nicht länger tolerieren. Hilfsorganisationen sind vor Ort, um sich um die Migranten zu kümmern, die tagsüber brütender Hitze ausgesetzt sind. Die Behörden meldeten nun sogar den Tod eines 3 Monate alten Babys. Viele Geflüchtete fühlen sich vernachlässigt, wie etwa Ibrahim aus Syrien. In den Nächten war es kalt und außerdem sehr windig, sodass wir nach 3 Uhr nachts nicht mehr schlafen konnten. Wir fühlen uns nicht sicher, wenn wir hier außerhalb des Flüchtlingszentrums sind. Wir konnten nicht hineingehen, weil wir keine Erlaubnis haben, die Einrichtung zu betreten. Während ukrainischen Flüchtlingen Unterkünfte angeboten wurden, scheint es wenig Mitgefühl für andere Asylsuchende zu geben. Die Telekom-Tochter T-Mobile US will Smartphones mit dem Starlink-Satelliten von SpaceX verbinden. Damit sollen Funklöcher für US-KundInnen der Vergangenheit angehören. Das Satelliteninternet springt dann ein, wenn kein Mobilfunkturm in Reichweite ist. Der Dienst startet Ende kommenden Jahres. Bei seit Wochen sinkenden Infektionszahlen besteht in Portugal in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Flugzeugen keine Maskenpflicht mehr. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen liegt derzeit bei 177. Im Vergleich, in Deutschland liegt sie bei 263. Die gelockerten Regeln in Portugal müssen noch vom Kabinett beschlossen und vom Präsidenten offiziell verkündet werden. Die Gesundheitsministerin erklärte, die Pflicht zum Tragen von Masken in Gesundheitseinrichtungen wird beibehalten, angesichts der besonderen Gefährdung von Risikopatienten und des Ansteckungsrisikos für diejenigen, die sich dort aufhalten und dort arbeiten. Auch in Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen gilt weiter Maskenpflicht. Was die Maskenpflicht betrifft, ist die EU derzeit ein Flickenteppich. In Italien müssen im öffentlichen Nahverkehr und in Flugzeugen weiter Masken getragen werden. In Frankreich und in Belgien wird das Maskentragen nur noch empfohlen.